Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier im Namen des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege zu unserem Online-Gang des Projektes Jüdische Topografie Niedersachsen begrüßen zu dürfen. Für mich ist dieses Projekt auf mehreren Ebenen ein besonderes Projekt, welches auf einer erfolgreichen, mittlerweile 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen Braunschweig und Jerusalem und damit der Einrichtung der Bet Tfila, Forschungsstelle für jüdische Architektur, beruht. Was bedeutet ein solches Projekt für die niedersächsische Denkmalpflege, die spätestens in der Person Dr. Ulrich Knufinkes, der bei uns im Haus in der Baudenkmalpflege die Forschungsprojekte koordiniert und gleichzeitig die wissenschaftliche Leitung der Bettfila Forschungsstelle innehat, eine sehr direkte Verbindung hergestellt hat. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch sehr viele Bedeutungen. Denn das Projekt steht für die originären Themen der Denkmalpflege, der Erforschung von Kulturerbe und Landesgeschichte, der Vermittlung von Kulturerbe und natürlich auch der Erinnerungskultur und auch der Erhaltung des hochwertigen Kulturerbes und des Erkennens von Gesamtzusammenhängen baulicher Hinterlassenschaften durch eben einen notwendigen Überblick. Es geht nämlich in diesem Projekt nicht weniger als die Orte und Objekte jüdischer Kultur und Geschichte in den Kontext der gesamten Kultur- und Denkmallandschaft unseres Bundeslandes sichtbar zu machen. Dafür ist nichts besser geeignet als der Denkmalatlas Niedersachsen. Das Projekt Jüdische Topografie Niedersachsen steht für das besondere Potenzial unseres neuen Online-Formats, das hier nicht nur sämtliche Kulturdenkmale mit aktuellen, geprüften und qualifizierten Informationen online gestellt hat. Der Denkmalatlas ist nämlich so konzipiert, dass er mit verschiedenen Formaten die Narrative der Denkmalpflege präsentiert und vor allem eben Zusammenhänge in den Regionen und im gesamten Bundesland herstellen kann. Und das ist auch genau die Idee der jüdischen Topografie. Der Denkmalatlas ist somit eine hervorragende Forschungsplattform mit sozusagen Export- und Importfunktion. Einerseits stellt er Informationen für Projekte zur Verfügung und andererseits werden nun die Projektergebnisse in die Forschungsplattform zurückfließen und ab heute der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. So stellen wir die Denkmale und auch die weiteren Bestandteile der jüdischen Topografie ins Netz. Und mit dem Überblick ergibt sich eben eine neue Netzbetrachtung. Der Gedanke des Netzwerks ist nicht zuletzt auch das Netz der beteiligten Akteure, bei denen ich mich jetzt sehr herzlich bedanken möchte. Bei Ulrike Fauerbach als Leiterin der Forschungsstelle in Braunschweig und dem Pendant Wladimir Levin von der Forschungsstelle in Jerusalem. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projektes Frau Birgit Nellissen und Heiko Vreden, der das Team aus unserem Denkmalatlas Niedersachsen unterstützt, Herrn Mirko Pristavik von der TU Braunschweig, die Koordination Ulrich Knufinke, aber auch Herr Rainer Schomann aus der Abteilung der Denkmalinventarisation. Bedanken möchte ich mich insbesondere bei einem wichtigen Projektpartner, dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und deren Vorsitzenden Michael Fürst. Ohne enge Abstimmung mit ihm könnte das Projekt nicht umgesetzt werden. Und das Gleiche gilt für Andreas Schwegel, dem Vertreter der niedersächsischen Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens. Wie den Denkmalatlas starten wir das Projekt im laufenden Prozess, also mutig. Ich wünsche beiden eine große öffentliche Aufmerksamkeit und eine dauerhafte Sichtbarkeit. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist ein wichtiger und wie ich finde auch ein sehr guter Tag, weil ein wichtiger Baustein, der mir besonders am Herzen liegt, heute umgesetzt wird. Nämlich die Topografie jüdischer Kultur in Niedersachsen wird ein neues Erleben zuteil werden. Wie wird das passieren? Indem die Forschungsstelle für jüdische Architektur an der Technischen Universität Braunschweig gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege ein Digitalisierungsprojekt aufgelegt hat, was finanziert wird aus unserer Förderlinie Pro Niedersachsen, das dazu beiträgt, jüdische Geschichte in Niedersachsen stärker wieder erlebbar und erfahrbar zu machen. Warum ist das wichtig? Wichtig ist das deswegen, weil wir erkennen müssen, dass an vielen Stellen eben der Einfluss aus dem jüdischen Kulturkreis wichtig auch für die Entwicklung in Niedersachsen gewesen ist.
Und es ist nicht nur die große Architektur der in Anführungszeichen alten neuen Synagoge, die auch unmittelbar in der Nähe des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums gestanden ist, sondern es sind viele Einflüsse, die wir in Niedersachsen sehen können, die wir als solche in den letzten Jahren und Jahrzehnten gar nicht so wahrgenommen haben. Und dieses Wiederentdecken, dieses Wiedererfinden, gerade in einer Zeit, wo wir über Antisemitismus und Ausgrenzung sprechen, ist ein besonders wichtiger Punkt, nämlich eben dazu zu stehen. Jüdische Geschichte und deutsche Geschichte sind aufs Engste miteinander verbunden. Viele Kulturimpulse haben sich gegenseitig bedingt, sodass es eine Unterscheidung eigentlich gar nicht gibt. Und wir sollten eben das Verbindende suchen. Und deswegen bin ich allen, die an diesem Projekt beteiligt waren, sehr dankbar, dass sie sich mit viel Mühe und viel Hingabe darauf eingelassen haben, im Rahmen des digitalen Denkmalatlases Niedersachsen diese Topografie neu entstehen zu lassen und auch für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Vielen Dank und ja, dem Projekt viel Erfolg weiterhin. Sehr geehrte Frau Dr. Krawczyk, sehr geehrter Herr Minister Tümmler, sehr geehrter Herr Fürst, sehr geehrte Frau Professor Ulrike Fauerbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dass ich hier anlässlich der Präsentation des Projekts Niedersachsen eine jüdische Topografie ein Grußwort ausrichten darf. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Schwegel. Ich bin Referatsleiter im Justizministerium, dort zuständig für den Bereich der Extremismusprävention. Und in meinem Referat ist auch die Geschäftsstelle des Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens von Herrn Dr. Enster angesiedelt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich habe heute die Ehre, Herrn Dr. Enster mit einem Grußwort zu vertreten. Er kann bedauerlicherweise an der heutigen Veranstaltung nicht persönlich teilnehmen, da er terminlich verhindert ist, was er sehr bedauert. Er hat mich gebeten, in jedem Fall Ihnen alle seine herzlichen Grüße auszurichten und seine guten Wünsche auszurichten. Meine Damen und Herren, in der öffentlichen Wahrnehmung wird die Geschichte des deutschen Judentums häufig auf die düstere Zeit der grausamen Verfolgung durch die Nationalsozialisten reduziert. Dabei existieren jüdische Gemeinden bereits seit dem 4. Jahrhundert, also der Zeit des römischen Imperiums, auf dem Kerngebiet des späteren Deutschlands in seinen verschiedenen politischen Ausprägungen. Das vergangene Jahr 2021 stand, und das ist gut so, ganz im Zeichen dieser facettenreichen Erinnerung, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Meine Damen und Herren, immer wieder in ihrer wechselvollen Geschichte mussten Jüdinnen und Juden in Deutschland und in Europa heftige Anfeindung und Hass erleiden. Ihre Geschichte ist jedoch keine reine Opfergeschichte. Eine solche verengte Perspektive droht zu vergessen, dass Jüdinnen und Juden Europa, Deutschland und auch Niedersachsen auf vielfältige Weise vorangebracht haben und voranbringen. Sie prägten und prägen unser Wirtschafts-, unser Geistes- und unser Kulturleben ebenso schöpferisch wie tiefgreifend. Und hierfür gilt es, im öffentlichen Bewusstsein den Blick zu schärfen, um der Vitalität, der Kreativität, der Resilienz und den positiven Errungenschaften des deutschen Judentums für unsere kulturelle Kernidentität gerecht zu werden. Deshalb, meine Damen und Herren, ist das Projekt Niedersachsen eine jüdische Topografie so wichtig und zukunftsweisend, weil es unsere historisch-kulturelle Wahrnehmung deutlich erweitert und zugleich vertieft. In Niedersachsen zeugen zahlreiche faszinierende Stätten, Ensembles und Objekte bis heute von einer reichen deutsch-jüdischen Kultur und Geschichte. Und genau hier setzt das Projekt Niedersachsen eine jüdische Topografie an. Beginnend mit den jüdischen Friedhöfen und den baulich erhalten gebliebenen Synagogen ist es das Ziel, die Zeugnisse jüdischer Kultur im Kontext der allgemeinen baukulturellen und kulturellen Entwicklung des Landes über den Denkmalatlas Niedersachsen im Internet sichtbar zu machen.
Diese Zeugnisse sind Ausdruck der Vielfalt aus Architektur, Kunst und Tradition, die dank ihrer charakteristischen Merkmale ganz einzigartige Geschichten erzählen. Und so wird unser Bewusstsein für das großartige kulturelle Vermächtnis des Judentums geschärft, wie auch die schmerzhaften Zäsuren und Kulturverluste durch antisemitische Verfolgung deutlich spürbar werden. Meine Damen und Herren, wir erleben zurzeit auch eine gewisse, ich nenne es mal so, Erinnerungskulturmüdigkeit. Ein Verblassen der Geschichte angesichts einer immer größer werdenden zeitlichen Distanz zu den düsteren Geschehnissen der NS-Zeit. Und gerade deshalb sollten wir unsere Erinnerungskultur in Teilen auch neu denken, zum Beispiel mit neuen Vermittlungskonzepten, auch gerade angesichts des Verlustes von Zeitzeugen. Und auch hier kommt die besondere Bedeutung des Projektes als Wissensspeicher zum Ausdruck, denn das Projekt macht die Orte jüdischer Kultur im Denkmalatlas Niedersachsen in ihrer ganzen Fülle sichtbar. Auf diese Weise wird die Geschichte vor Ort den Menschen näher gebracht, sie werden zu einer bewussten und aktiven Auseinandersetzung mit ihr animiert. Lassen Sie mich das exemplarisch an zwei besonderen Beispielen verdeutlichen. Synagogen waren einst ein ganz elementarer Teil der sakralen Baukunst in Deutschland und in Niedersachsen. Leider sind sehr viele in den furchtbaren Geschehnissen der Reichspogromnacht 1938 zerstört worden. Die erhaltenen Synagogen haben deshalb eine ganz besondere religions- und baugeschichtliche Bedeutung. Von den ehemals 140 niedersächsischen Synagogen, die vor 1933 existierten, sind heute nur noch ungefähr 40 als Gebäude erhalten. Zwei davon werden als Gedenkstätte und Museum genutzt und zu diesen zählt die mehr als 250 Jahre alte Zeller Synagoge. Sie gilt als die älteste erhaltene Fachwerksynagoge in Niedersachsen. Neben den Synagogen kommt jüdischen Friedhofsanlagen als Kulturdenkmale eine ganz besondere Bedeutung in historischer und in wissenschaftlicher Hinsicht zu. Symbole auf jüdischen Friedhöfen erzählen uns viel über die jüdische Geschichte, Kultur und Religion in unserem Land. Der Friedhof Oberstraße mit 700 Grabsteinen in unserer Landeshauptstadt Hannover ist der älteste erhaltene jüdische Friedhof in Norddeutschland. Meine Damen und Herren, es hat sich in unserem Bundesland eine vielgestaltige und lebendige Erinnerungslandschaft entwickelt und diese wird durch das Projekt Niedersachsen eine jüdische Topographie um einen weiteren Mosaikstein bereichert. Die Arbeit, die das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, die Forschungsstelle für jüdische Architektur der Technischen Universität Braunschweig und die Vielzahl der Partner im Rahmen dieses Projektes geleistet haben und leisten, kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Sie ist im Sinne einer wegweisenden Erinnerungskultur von hoher Bedeutung. Daher möchte ich auch im Namen des Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens allen Beteiligten, die dieses Projekt möglich gemacht haben, für ihr Engagement herzlich danken. Sie helfen uns, die Licht- und Schattenseiten unserer National- und Kulturgeschichte besser zu verstehen und aus ihr zu lernen, um so auch ein gutes Miteinander in unserem Gemeinwesen zu festigen. Deshalb hoffe ich und wünsche ich, dass sich viele Besucherinnen und Besucher, vor allem junge Menschen, von dem Denkmalatlas inspirieren lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Minister, liebe Frau Präsidentin, ein besonderes Ereignis, an das wir vor vielen Jahren oder Jahrzehnten bestimmt nicht gedacht hätten. Topographie im Denkmalatlas Niedersachsen, jüdische Topographie, das ist ja hier das, was wir hervorheben müssen. Und da hätte ich vor über 40 Jahren, als ich das Amt des Präsidenten des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen übernommen habe, bestimmt nicht gedacht, dass es so etwas einmal geben würde. 1980 war ein Jahr, in dem es drei jüdische Gemeinden gab, aber fast 250 Friedhöfe. Friedhöfe, das ist ja auch das, was Sie in Ihrer jüdischen Topographie für Niedersachsen hervorheben und darstellen werden.
Heute haben wir in Niedersachsen wieder 15 jüdische Gemeinden, sogar etwas mehr, ganz über Niedersachsen verstreut. Und das sind nicht mehr Friedhöfe geworden, glücklicherweise, sondern wir haben die alten Friedhöfe wie heute noch. Aber, und das ist das Wichtige an dieser Angelegenheit, jüdische Friedhöfe sind für die Juden etwas ganz Besonderes. Sie sind der wichtigste Teil, wenn man den Beginn einer jüdischen Gemeinde sieht. Eine jüdische Gemeinde ohne einen Friedhof ist nicht vorstellbar. Jedenfalls war es das nicht zu dem Zeitpunkt, als jüdische Gemeinden in Niedersachsen, damals hieß es ja noch nicht Niedersachsen, gegründet wurden. Vor 700 Jahren schon in Niedersachsen. Die erste jüdische Gemeinde vor 700 Jahren und bestimmt mit einem damals auch vorhandenen Friedhof. Die Friedhöfe unternehmen die Mikvot, also die jüdischen Kultusbäder, sind die wichtigsten Teile für die Gründung einer jüdischen Gemeinde. Und für uns sind Friedhöfe auch heute noch von herausragender Bedeutung. Personen in den jüdischen Gemeinden, die die Bestattung durchführen, haben einen ganz hohen Wert bei uns. Das gilt sowohl für die Frauen, die die eine Gruppe der Verstorbenen bestatten, als auch für die Männer, die also die Leichenwaschung machen. Aber wir haben ja nicht nur Friedhöfe, die in die Topografie im Denkmalamt in Niedersachsen hineinkommen, sondern wir haben Synagogen. Wir haben alte Synagogen, die nicht mehr Synagogen sind. Wir haben neue Synagogen. Wir haben, wie gesagt, Friedhöfe und Mikvot. Und wir haben eine Vielzahl von jüdischen Stellen, auf die man eingehen kann und sogar muss. Wie gesagt, als ich vor über 40 Jahren dieses Amt übernommen habe, gab es drei jüdische Gemeinden in Niedersachsen: Hannover, Osnabrück und Braunschweig. Und die jüdischen Gemeinden waren sicherlich nicht so etabliert, zahlenmäßig etabliert, dass man davon ausgehen durfte, dass diese jüdischen Gemeinden einmal in Deutschland überleben würden. Die jüdischen Gemeinden in Braunschweig und in Osnabrück waren eigentlich Gemeinden, die, ich will es mal so sagen, zum Sterben verurteilt waren. Das waren Mitglieder von 50 Personen oder weniger. Und da war es eigentlich klar, wenn der Vorsitzende nicht mehr da war und kein neuer da sein würde, dann würden diese Gemeinden langsam, aber sicher vom Atlas verschwinden, vom jüdischen Atlas verschwinden. Aber nun haben wir seit 1989, seit dem Zuzug der sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der früheren Sowjetunion, nun wieder in Niedersachsen alleine rund 10.000 Juden leben. Und diese 10.000 Juden haben natürlich andere Bedürfnisse als die paar hundert 1980. Aber Niedersachsen hat noch eine andere Bedeutung, eine wichtige Bedeutung im Leben des heutigen Judentums. In Niedersachsen war die Gedenkstätte Bergen-Belsen, ist die Gedenkstätte Bergen-Belsen, war das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Und die jüdische Gemeinde in Hannover ist eine Gemeinde, die aus den Überlebenden des sogenannten DP-Lagers, des Displaced Person-Lagers, hervorgegangen ist. Für uns Juden in Niedersachsen und für meinen Verband insbesondere ist daher die Beziehung zur Gedenkstätte Bergen-Belsen eine überaus wichtige. Ich selbst bin, wie Sie wissen, Stiftungsrat in dieser Gedenkstättenstiftung. Und das halte ich auch für außerordentlich wichtig. Und ich weiß, dass es in Niedersachsen die Gedenkstättenarbeit ebenfalls für sehr wichtig hält. Erinnerung ist der eine Teil der Medaille, aber Zukunft ist der andere Teil. Und so generieren wir unsere Arbeit nicht nur in der Vergangenheitsarbeit und mit der Vergangenheitsarbeit, sondern wir generieren unsere Arbeit auch für die Zukunft. Denn eins ist auch klar, wer an die Vergangenheit nicht denkt, der wird auch kein glückliches Leben in der Zukunft haben. Aber Vergangenheit ist nur ein Teil. Und wichtig ist für uns die Pflege zu den Jugendlichen, zu den jungen Menschen heute, die verstehen sollen, dass sie natürlich überhaupt keine Schuld tragen. Aber wir gemeinsam, sowohl wir, die wir die Überlebenden sind, die Überlebenden Juden sind, auch wenn wir die zweitgeborene Generation schon sind,
und auch diese jungen Menschen, die teilweise aus allen möglichen Ländern kommen, aus der Türkei kommen, aus Libyen, aus Syrien, aus vielen, vielen Ländern dieser Welt kommen, müssen wissen, dass wir gemeinsam eine Verantwortung tragen für das, was hier in Deutschland passiert ist, damit sich so etwas nicht wiederholt. Ob das so klappt, habe ich meine Zweifel, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. Vielleicht nicht genau dasselbe wie hier damals im Nazi-Deutschland, aber in ähnlicher Art und Weise befürchte ich, wird es hier oder da oder dort immer wieder zu etwas kommen. Und daher ist die jüdische Topographie in dem Denkmal Atlas Niedersachsen auf die Zukunft gerichtet. Indem man die Vergangenheit erhält, hofft man, dass man mit dem Wissen, das man auch über die Topographie bekommen kann, für die Zukunft einen Status erreicht, den wir alle miteinander gemeinsam tragen können, in der Hoffnung, dass sich etwas nicht wiederholt, was hier passiert ist. Danke Ihnen. Hochverehrtes Publikum, heute habe ich die Ehre, Sie virtuell zu einem Online-Projekt begrüßen zu dürfen oder vielmehr zu dem Start dieses Projektes. Das ist ja ganz passend. Wir zeichnen dieses Grußwort heute auf am 2. März 2022 und ich muss leider sagen, dass mir angesichts der politischen Weltlage das Lächeln etwas im Gesicht gefriert. Aber gerade in Zeiten wie diesen müssen wir uns auch an schönen Dingen festhalten, die uns daran erinnern, was in diesem Leben wirklich wichtig ist. Mein Name ist Ulrike Fauerbach und ich leite seit Anfang dieses Semesters das Institut für Baugeschichte an der Technischen Universität Braunschweig. Die Beit Vila, Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, ist an dieses Institut angegliedert, was ihm zu Freude und Ehre gereicht. Der Verdienst dafür liegt freilich nicht bei mir, sondern bei anderen, weswegen ich jetzt die Namen derjenigen nennen möchte, bei denen er liegt. Mein Vorgänger, Professor Dr. Harmen Thies, hat die Beit Vila zusammen mit Alisa Cohen-Muschlin von der Hebrew University Jerusalem im Jahr 2001 gegründet. Mein Vorgänger, Professor Dr. Alexander von Kienlin, hat dieses Erbe seit 2013 über 6 Jahre gepflegt und weiterentwickelt. Die wissenschaftliche Leitung hat Dr. Ulrich Knufinke inne, dessen hier noch folgenden Worten ich so wenig wie möglich vorgreifen möchte. Die geschäftsführende Leitung in Jerusalem liegt bei Dr. Wladimir Levin und in Braunschweig bei mir. Und ich danke allen Mitarbeitenden für ihre hervorragende Arbeit. Diese wird ermöglicht durch zahlreiche Geldgeber. Und für das hier vorgestellte Projekt möchte ich insbesondere dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur außerordentlich für seine Unterstützung danken. Es entstand gemeinsam mit dem Center for Jewish Art, eben unter Leitung von Dr. Wladimir Levin, in Partnerschaft mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und hier mit der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege, Inventarisation und landesweite Spezialgebiete. Hier möchte ich Herrn Dr. Rainer Schumann und natürlich Dr. Christina Kraftschick als Präsidentin nennen und auch Ihnen für die erfreuliche Zusammenarbeit danken. Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen umgesetzt, dem Herr Michael Fürst vorsitzt und dem ich ebenfalls meinen Dank aussprechen möchte. Die Veröffentlichung der jüdischen Topographie Niedersachsens ist ein weiterer Schritt hin zu dem Ziel, unser jüdisches Erbe einerseits als die Selbstverständlichkeit zu begreifen, die es ist, und andererseits in besonderer Weise zu pflegen, mit großer Sorgfalt zu erforschen und es auch denjenigen mehr und mehr bekannt zu machen, die es für etwas Vergangenes, ihnen nicht zugeeignetes, sogar Fremdes halten und missverstehen. Dass Niedersachsen hier vorangeht, freut mich sehr. Zwar habe ich vor Jahrzehnten in eine niedersächsische Familie eingeheiratet, arbeite hier aber erst seit einem halben Jahr und habe somit nun die Gelegenheit, dieses schöne Land durch das Online-Portal Jüdische Topographie Niedersachsens noch besser kennenzulernen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Freude bei der Veranstaltung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie im Namen des Projektteams herzlich zum Online-Gang der jüdischen Topographie Niedersachsen begrüßen. Mein Name ist Ulrich Knufinkel. Ich koordiniere als wissenschaftlicher Mitarbeiter des NLD und als wissenschaftlicher Leiter der Bethwiller Forschungsstelle an der TU Braunschweig dieses Projekt. Es ist mir eine große Freude, dass wir Ihnen heute dieses Vorhaben mit ersten Ergebnis online präsentieren dürfen. Als Alisa Cohen-Muschlin, seinerzeit Direktorin des Center for Jewish Art an der Hebrew University of Jerusalem, und Harmen Thies als Professor für Baugeschichte an der TU Braunschweig 1994 mit Studierenden begannen, die noch erhaltenen Synagogengebäude Niedersachsens durch Aufmaße, Fotos, Archivrecherchen und so weiter zu dokumentieren und etliche der seit der Zeit des Nationalsozialismus zerstörten jüdischen Bauwerke in Zeichnung und Modell zu rekonstruieren, gehörte meine Braunschweiger Kollegin Katrin Kessler und ich zu den ersten Architekturstudierenden, die sich daran beteiligt haben. Schon damals war das Landesamt für Denkmalpflege mit Urs Böck in die Dokumentation dieser Objekte einbezogen. Aus der Zusammenarbeit zwischen der TU Braunschweig und dem Center for Jewish Art in Jerusalem ist vor rund 20 Jahren die Bethwiller Forschungsstelle für jüdische Architektur hervorgegangen, heute in Braunschweig geleitet von Ulrike Fauerbach und in Jerusalem von Wladimir Levin. An der TU und an der Hebrew University arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie mittlerweile über 100 Studierende seither an etlichen Forschungsprojekten, an Ausstellungen und an Konferenzen und tragen mit Publikationen zur Verbreitung von Wissen über jüdisches Kulturerbe bei. Immer ausschließlich getragen von Drittmitteln diverser regionaler, nationaler und internationaler Förderinstitutionen. Die Synagogen, Friedhöfe und anderen Einrichtungen jüdischer Gemeinden in Niedersachsen waren und sind dabei selbstverständlich nicht die einzigen, die erforscht und dokumentiert wurden. Aber immer wieder kamen und kommen sie aus unterschiedlichen Perspektiven in den Fokus des Interesses. Auch das NLD befasste sich spätestens seit der Restaurierung der Synagoge in Celle, immerhin schon 1973/74, immer wieder mit Fragen der denkmalpflegerischen Einordnung, der Erhaltung und der Wiedersichtbarmachung jüdischen Erbes als Teil unserer Denkmallandschaft. Mit dem Denkmalatlas Niedersachsen des NLD werden seit 2019 erstmals so gut wie alle Denkmale Niedersachsens, allein im Bereich der Bau- und Kunstdenkmalpflege rund 100.000 Einzeldenkmale und Objekte in sogenannten Gruppen baulicher Anlagen, online zugänglich gemacht. Der Denkmalatlas eröffnet aber auch die Möglichkeit, thematisch zu fokussieren und neueste Forschungsergebnisse objektscharf zu publizieren. Die jüdische Topographie Niedersachsens dort im Denkmalatlas zu präsentieren, liegt nahe und ist für uns ein Pilotprojekt für viele weitere Themen und Objekte, über die Informationen an die breite interessierte Öffentlichkeit vermittelt werden sollen. Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur aus Mitteln der Förderlinie Pro Niedersachsen, kulturelles Erbe, Sammlung und Objekte, legen die Projektpartner NLD, Bethwiller Forschungsstelle und Center for Jewish Art jetzt die Basis für weitere Forschungen zum jüdischen Kulturerbe, aber auch für eine breite Nutzung des gesammelten Wissens in der Vermittlungs- und Gedenkarbeit. Die seit Jahrzehnten zusammengetragenen Dokumentationen und Informationen werden mit dem Projekt nun aktualisiert, veröffentlicht und mit weiteren Quellen vernetzt. Das ist die besondere Chance des Denkmalatlas Niedersachsen. Die jüdische Topographie Niedersachsen stellt vorrangig Informationen über die Bauten und Einrichtungen jüdischer Gemeinschaften zur Verfügung, beginnend mit den rund 200 jüdischen Friedhöfen und den baulich erhalten gebliebenen Synagogen, werden nach und nach die vielen weiteren Einrichtungen und Gebäude jüdischer Gemeinschaften in den Denkmalatlas und damit in die jüdische Topographie Niedersachsens eingearbeitet. Hier sehen Sie ein Beispiel. Allein die Orte im Landkreis Hildesheim können Sie gut abrufen jetzt und mit diesen Punkten nachverfolgen und in einer Ergebnisliste dann auch die einzelnen Objekte sich genauer anschauen. Ziel ist es, die Orte und Objekte jüdischer Kultur und Geschichte im Kontext der gesamten Kultur- und Denkmallandschaft unseres Bundeslandes sichtbar zu machen.
und dabei sowohl die erhaltenen bzw. wiederhergestellten Zeugnisse zu präsentieren, als auch jene, die zerstört und verloren sind, also nicht im engeren Sinne Denkmale. Erst die Gesamtschau ergibt ein historisch bedingt immer lückenhaftes Bild, einen Überblick, der durch zukünftige Forschung und durch eine Vernetzung mit anderen Informationsquellen immer weiter verdichtet werden kann. Auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens gab es bis zur Zerstörung und Vernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus rund 130 jüdische Gemeinschaften mit einer Vielzahl religiöser, sozialer und kultureller Einrichtungen. Quellen belegen die Existenz jüdischer Gemeinden in Niedersachsen bereits für das Mittelalter. Durch die Pogrome im ausgehenden Mittelalter lassen sich jedoch kaum Kontinuitäten bis in die Neuzeit nachweisen. Objekte aus dieser Zeit, bauliche Anlagen existieren nicht mehr, soweit man weiß. Im 17. und 18. Jahrhundert kam es erst wieder vermehrt zum Zuzug von zunächst einzelnen jüdischen Familien, die sich in den darauffolgenden Jahrzehnten durch Ansiedlung weiterer Jüdinnen und Juden zu Gemeinden entwickelten. Sie bauten sich nach und nach eine religiöse und kulturelle Infrastruktur auf, wobei die Anlage von Friedhöfen zu den dringendsten Aufgaben gehörte. Andere der mit der Religionsausübung zusammenhängende Einrichtungen wie Mikwen, Ritualbäder und Synagogenbauten waren zunächst nachrangig. Für einen Gottesdienst bedarf es nach jüdischer Tradition 10 im Religionssinn erwachsene Männer, bei liberalen Gemeinden auch Frauen, die sich in einem entsprechenden Raum versammeln können. 10 Menschen sind in einem relativ kleinen Raum unterzubringen. Man braucht kein eigenes Gebäude, um einen Gottesdienst zu feiern. Als erste Synagogen wurden daher meist Räume in von Juden bewohnten Häusern genutzt. Die Belege hierfür sind seit dem 17. Jahrhundert zahlreich, bauliche Spuren aber nur selten zu finden. Ich zeige Ihnen hier die vielleicht älteste Bauzeichnung einer Synagoge in Niedersachsen. Auf der rechten Seite sehen Sie den Grundriss für einen im Hinterhaus eines Hauses an der Langenstraße in Nienburg-Weser eingerichteten Betsaal, der dort mit dem Wörtchen Synagoge belegt ist. Wenn das dort nicht drin stünde, könnten wir nicht erkennen, dass sich das dort einmal ein Betsaal bestanden hat. Und ob er tatsächlich so eingerichtet worden ist, wissen wir heute auch nicht. Das war also die übliche Situation im 18. Jahrhundert. Mit dem allmählichen Anwachsen der jüdischen Gemeinden wuchs die Komplexität der Ansprüche an die sozialen, kulturellen und religiösen Institutionen. Sie sehen das oft an den Friedhöfen, die mehrfach erweitert wurden. Hier der Friedhof in Celle, der seit dem späten 17. Jahrhundert belegt wurde und immer wieder bis ins 20. Jahrhundert wohl Erweiterungen erfahren hat. Ab dem 19. Jahrhundert entstanden Synagogen, die Gemeinderäume und den Betraum zusammenfassten, also zum Beispiel auch eine Schule und Lehrerwohnung. Und auch wo Synagogen als eigenständige Bauwerke errichtet wurden, waren sie im Stadtbild kaum erkennbar. Hier die im 19. Jahrhundert errichtete Synagoge in Nienburg an der Weser. Links im Hintergrund sehen Sie das Vorderhaus, das heute noch besteht. Und im Hof, im Hinterhof, im Garten wurde die Synagoge errichtet, aber mit einer Schaufassade zu einer rückwärtigen Seite, zu einem Platz, der zu dieser Zeit erst angelegt wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die jüdische Aufklärung, die Haskala, sich in weiten Kreisen verbreitet hatte und die rechtliche Gleichstellung der Juden nach und nach erreicht wurde, setzte ein Prozess der sogenannten Verbürgerlichung ein. Dies wirkte sich auch auf die Bauten und Einrichtungen der Gemeinden aus. Synagogen wurden zu einer Standardbauaufgabe für Architekten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden beachtliche städtische Synagogen, zum Beispiel wegweisend die in Hannover, aber auch die in Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Göttingen und hier rechts zu sehen, die in Wolfenbüttel. Stilistisch unterschiedlich eingekleidet, waren sie integrale Bestandteile des Stadtbilds und zeugten sichtbar vom Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe, die nicht unbedingt schon längst erreicht war. In den ländlichen Regionen schrumpften dagegen viele Gemeinden durch Abwanderung. Hier entstanden kaum noch Neubauten und manche älteren Synagogen wurden aufgegeben. Besonders im 19. Jahrhundert
wandelte sich innerhalb der Gemeinden die Auffassung von Religion und kultureller Identität. Mit dem Bau des Jakobstempels in Seesen, den Sie auf der linken Seite sehen, eingeweiht 1810, entstand auf Initiative des Bankiers und Braunschweiger Landrabbiners Israel Jakobson ein Bauwerk, auf das sich die weitere weltweite Entwicklung der jüdischen Reformbewegung und ihrer Synagogen beziehen sollte. Neben einer Reform des Gottesdienstes verfolgte Jakobson mit seinen Mitstreitern auch das Ziel einer Bildungsreform. Die Seesener Jakobson-Schule war ein weit ausstrahlendes Bildungsinstitut bürgerlich-jüdischer Bildung. Ein Institut, in dem neben jüdischen auch christliche Schüler unterrichtet wurden. Erhalten geblieben ist davon das Alumnatsgebäude, also das Wohnheim dieser Schule, das heute ein Denkmal in der Stadt Seesen ist. Mit dem Anwachsen der antisemitischen Anfeindungen, nicht erst seit der Zeit des Nationalsozialismus, verlagerte sich die Bautätigkeit von prächtigen Synagogenbauten hin zu sozialen Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen der jüdischen Gemeinden. Die Enteignungen jüdischen Eigentums in der NS-Zeit und schließlich die Zerstörung in der Pogromnacht im November 1938 führten zu einem unwiederbringlichen Verlust dieses einst reichen jüdischen Erbes. Erhalten blieben nur wenige Objekte, die nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit auch nicht als bedeutend betrachtet wurden. Nur wenige ehemalige Synagogen sind heute museal oder als Gedenkorte der Öffentlichkeit zugänglich. Ein Beispiel dafür ist die Synagoge in Celle. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Holocausts fanden die wenigen aus den Lagern befreiten Jüdinnen und Juden, die sogenannten Displaced Persons, die teils in Lagern leben mussten, keine nutzbaren religiösen Einrichtungen vor. In Celle, aber auch in Goslar und Diepholz erreichten die jüdischen DPs immerhin, dass die verwüsteten Synagogen, die noch standen, hergerichtet wurden. Andernorts nutzten sie provisorische Räume. Die meisten DPs strebten die Auswanderung an. Das Leben im Land der Täter, so ein Buchtitel, war nicht erstrebenswert. Die Gemeinden lösten sich zu einem großen Teil wieder auf. In Celle blieb die Synagoge verfallend stehen, in Diepholz und Goslar wurden sie sogar abgerissen. In wenigen Städten in Niedersachsen entwickelten sich wieder dauerhaft jüdische Gemeinden. In Hannover und Osnabrück, was Sie hier links sehen, wurden in den 60er Jahren neue Synagogen und Gemeindezentren eingerichtet. In Braunschweig das Gemeindehaus des 19. Jahrhunderts ausgebaut. Einen Schub erhielt die jüdische Bautätigkeit, als nach 1990 Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen. Dies sorgte für einen kleinen Bauboom. Neue Einrichtungen entstanden, zum Beispiel in Hannover, Hameln oder Oldenburg. Andere Gemeinden, wie in Braunschweig, Sie sehen das hier auf der rechten Seite, erweiterten ihre Synagogen. Die jüdische Topographie Niedersachsens machen jedoch nicht nur religiös geprägte Bauten, also die Synagogen und Betsäle und die Begräbnisplätze aus. Auch die Erinnerungskultur hat Orte baulich besetzt, die in diesen Kontext gehören. Mit der Aufarbeitung der Gräueltaten des NS-Regimes spätestens seit den 1960er Jahren entstanden vielerorts Gedenkstätten und Mahnmale an Orten, die ehemals in jüdischem Besitz waren. Und auch heute noch setzen Bürgerinnen und Bürger, Initiativen und Kommunen neue Erinnerungszeichen, wie etwa Informations- und Gedenktafeln oder die Stolpersteine des Künstlers Günter Demnig. An anderen Orten hingegen ist eine Erinnerung nicht sichtbar gemacht worden. Etliche ehemalige Synagogen fristen heute das Dasein umgebaut zu Wohnhäusern und sind nicht erkennbar. Dass sie keine Prachtbauten waren und Synagogen nicht immer goldene Kuppeln hatten, das zeigt, mag die Synagoge in Wagenfeld zeigen, die auch als Synagoge nicht kein eindrucksvolles Bauwerk war, aber heute eben kaum noch einen Hinweis auf ihre ursprüngliche Funktion gibt. Die historischen jüdischen Orte Niedersachsens stehen nicht allein für sich. Vielmehr sollten sie auch im Zusammenhang der allgemeinen Kulturgeschichte betrachtet werden. In Nachbarschaft mit den Kirchen, Rathäusern, Schlössern und den anderen Denkmalen unseres Landes. Der Denkmalatlas Niedersachsen ist für eine solche vernetzte Darstellung bestens geeignet. Hier sind Informationen zu Standorten, Einrichtungen und Bauwerken abrufbar. Aktuelle Fotos vermitteln ein Bild der Objekte.
Meine Kolleginnen und Kollegen werden Ihnen das gleich weiter vorführen. Heute startet die Publikation der jüdischen Topographie mit Informationen zu jüdischen Friedhöfen und zu den baulich noch erhaltenen Synagogen. Weitere Objekte werden nach und nach folgen. Standorte zerstörter Synagogen, die Ritualbäder und weitere Einrichtungen. Die Orte und Objekte der jüdischen Topographie werden mit anderen Datenbeständen aus Museen und Sammlungen verknüpft. Links werden hergestellt zum Beispiel zu den Einträgen im Bezalel Nakis Index of Jewish Art, wo die Aufmaßzeichnungen, die wir als Braunschweiger Studierende seinerzeit angefertigt haben und die weiter fortgeführt wurden, alle abrufbar sind. Hier als Beispiel der Grundriss der Synagoge in Dransfeld, der im Index of Jewish Art abrufbar ist, neben etwa 100.000 anderen Dateien zu jüdischem Erbe weltweit. Eine andere Richtung der Verknüpfung ist in das Portal Kulturerbe Niedersachsen möglich. Wenn Sie dort jüdisch eingeben, tauchen im Moment Objekte aus dem Städtischen Museum Göttingen auf, die zum Teil eben auch mit Synagogen in Südniedersachsen und mit jüdischen Gemeinden dort direkt verknüpft werden können. Links von unseren Objekten im Denkmalatlas führen auch zur Datenbank EPIDAT, eine epigraphische Datenbank des Salomon-Ludwig-Steinheim-Instituts in Essen. Dort werden jüdische Friedhöfe dokumentiert und die Grabsteininschriften festgehalten und übersetzt. Sie können also mit dem Link von uns vom Denkmalatlas aus direkt auch in EPIDAT gehen und dort dann eine Volldokumentation dieses Friedhofs hier in Gifhorn finden. Leider ist in Niedersachsen nur ein kleiner Teil der Friedhöfe online. Aber Sie sehen, welche intensive Forschungsarbeit da geleistet wird, wenn hebräische Inschriften vollständig dokumentiert werden. Auf Niedersachsen bezogene Erkenntnisse anderer Forschungsprojekte wie des gerade gestarteten BMBF-Projekts der Bet-Vilar-Forschungsstelle, des Steinheim-Instituts und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zu jüdischen Friedhöfen und Antisemitismus werden ebenfalls in diese jüdische Topographie Niedersachsen einfließen. Zukünftig ist auch eine Vernetzung mit dem Portal Jüdisches Niedersachsen vereinbart, das vom Israel-Jakobson-Netzwerk aufgebaut wird. Und wir hoffen sehr, dass uns die zahllosen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die sich vor Ort für die Erforschung und Erhaltung jüdischen Erbes einsetzen, die jüdische Topographie im Denkmalatlas nicht nur nutzen als Informationsquelle, sondern sie mit ihren Kenntnissen, Fotos, Informationen ergänzen und stetig aktualisieren. So wird die jüdische Topographie Niedersachsens immer mehr zum eigentlich selbstverständlichen Teil unserer Geschichte und jenes Erbes, für dessen Erforschung und Bewahrung zu arbeiten, die Denkmalpflege und die universitäre Forschung im besonderen Maße verpflichtet sind. Ich danke Ihnen für das Interesse und übergebe nun an meine Kollegin Birgit Nellissen, die derzeit die jüdischen Friedhöfe Niedersachsens bearbeitet, und an meinen Kollegen Mirko Pistavik, der Ihnen einige der erhaltenen Synagogengebäude im Kontext der Geschichte der Synagogenarchitektur vorstellen wird. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, nur wenige Einrichtungen jüdischer Kultur in Niedersachsen haben die Zeit des Nationalsozialismus überdauert. Dazu gehören die jüdischen Friedhöfe, die im Rahmen der Verfolgung zwar vielfach beschädigt oder der Verwahrlosung preisgegeben, bis auf wenige aber nicht völlig zerstört wurden. Heute bilden sie oftmals die einzigen noch sichtbaren Zeugnisse der vernichteten jüdischen Gemeinden. Ihr Erscheinungsbild ist Spiegel und Ergebnis historischer Prozesse, Kontinuitäten und Wandlungen, wie auch regionaler und lokaler Besonderheiten. Mein Name ist Birgit Nellissen. Als Mitarbeiterin des NLD im Projekt Niedersachsen – Eine jüdische Topographie freue ich mich, Ihnen im Rahmen des Vortrags einen skizzenhaften Überblick über die Geschichte und Entwicklung jüdischer Friedhöfe in Niedersachsen geben zu dürfen. Die Betrachtung wird sich vor allem auf Beispiele im Nordwesten des Landes und in Hannover konzentrieren. Möchten Sie sich zu einzelnen Friedhöfen näher informieren, steht Ihnen der Denkmalatlas zur Verfügung, in dem die Ergebnisse der laufenden Forschung sukzessive eingestellt werden.
Die Einrichtung des Friedhofs und die Bewahrung der Grabstätten gehören im Judentum zu den wichtigsten Aufgaben jeder Gemeinde. Die Friedhöfe, hebräisch Bet Kvarot, Bet Olam und Bet Chaim, Ort der Gräber, Haus der Ewigkeit, Haus des Lebens und im deutschen Sprachraum guter Ort genannt, sind für die Ewigkeit angelegt. Ziel ist es, die Ehre und Ruhe der Toten sicherzustellen. Das Grab wird als unveräußerliches Eigentum des Verstorbenen angesehen, das nicht angetastet werden darf. Infolgedessen waren und sind die Kultusgemeinden bemüht, das Friedhofsgelände als Eigentum zu erwerben, es zu schützen sowie die Grabstellen durch ein Erinnerungsmal oder einen Grabstein zu kennzeichnen. Von den mittelalterlichen jüdischen Friedhöfen, die es auch auf dem Gebiet Niedersachsens gab, sind keine Anlagen überliefert. Nach den Pogromen und Vertreibungen des ausgehenden Mittelalters konnten die sich später allmählich neu bildenden jüdischen Gemeinden nicht mehr auf den alten Friedhöfen bestatten. Der wohl älteste erhaltene neuzeitliche Friedhof ist der an der Oberstraße in Hannover aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Erst Ende des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert kam es vermehrt zur Anlage neuer Begräbnisstätten, als in verschiedenen Orten zunächst wenigen jüdischen Familien die Ansiedlung gegen Geldzahlungen gestattet wurde. Im 18. Jahrhundert etablierten sich in vielen Regionen des heutigen Niedersachsen kleine und kleinste Gemeinden, die entsprechende Begräbnisplätze benötigten. Wo jüdische Einwohner keine Friedhöfe einrichten durften, Grunderwerb wurde Juden nur ausnahmsweise gestattet, mussten sie ihre Toten zu manchmal weit entfernten Friedhöfen transportieren. Das Phänomen der Verbandsfriedhöfe, das in Süddeutschland mit Beispielen mit hunderten Grabstellen zu beobachten ist, gab es in kleinerem Maßstab auch in Niedersachsen. So diente der Friedhof in Heuerhagen den in zahlreichen umliegenden Orten verstreut lebenden Familien als Bestattungsplatz. Charakteristisch ist die Lage vieler jüdischer Friedhöfe. Traditionell wurden sie außerhalb der Städte und Dörfer angelegt, meist auf sandigen Hügeln, an steilen Hängen, im Wald und an durch Überschwemmung bedrohten Flussufern. Ebenso findet man sie nahe verrufener Orte wie Richtstätten, Abdeckereien, Armen- und Siechenhäusern. Landwirtschaftlich kaum nutzbare Flächen waren zum einen wohl preiswert und zum anderen konnte die Gefahr einer späteren Zerstörung durch Ackerbau als gering erachtet werden. Antijüdische Haltungen könnten aber ebenfalls eine Rolle gespielt haben, wenn Friedhöfe auf abgelegenen, womöglich berüchtigten Arealen eingerichtet werden mussten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden jüdische Friedhöfe aber auch häufiger in unmittelbarer Nachbarschaft zu oder sogar als Teil von neu angelegten christlichen bzw. kommunalen Friedhöfen, meistens durch eine Einfriedung von diesen abgegrenzt, wie am Beispiel des ab 1808 angelegten Osnabrücker Johannisfriedhofs zu sehen ist. Für die Belegung der Friedhöfe haben sich verschiedene, teils religionsgesetzlich begründete Gewohnheiten entwickelt. Die Gräber werden üblicherweise in Ost-West-Richtung angelegt, sodass der Verstorbene nach Jerusalem blickt, wobei es seit dem 19. Jahrhundert, bedingt durch ungünstige topografische Gegebenheiten, auch zu Abweichungen kommen kann. Zwischen den Gräbern soll ein Abstand von mindestens 6 Handbreit eingehalten werden. Die Setzung der Grabsteine erfolgte seit der Neuzeit in Reihen, oft in zeitlicher Abfolge des Ablebens. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde es üblich, Ehepartner nebeneinander beizusetzen. Separate Gräberreihen wurden gelegentlich für Rabbiner,
Mitglieder der Beerdigungsgesellschaften, Märtyrer, Frühgeburten und Kinder, selten für Kohanim, die Nachfahren der Priester des Jerusalemer Tempels, eingerichtet. Mitunter sind auf großstädtischen Friedhöfen gesonderte Bereiche für jüdische Gefallene des Ersten Weltkriegs und für die Beisetzung von Urnen ausgewiesen. Mit dem Anwachsen der städtischen jüdischen Gemeinden im Laufe des Prozesses der sogenannten Verbürgerlichung der Juden im 19. Jahrhundert wandelte sich die Begräbniskultur. Rechtliche Gleichstellung und Teilhabe am bürgerlichen Leben waren Ziele, die auch in Norddeutschland allmählich erreichbar wurden. Ein für den deutschen Sprachraum wegweisender jüdischer Friedhof, der diese Entwicklung widerspiegelt, entstand ab den 1860er Jahren in Hannover an der Strangriede, entworfen vom jüdischen Architekten Edwin Oppler. Die Anlage, ein ummauertes, durch Alleen in mehrere Felder gegliedertes Gräberfeld mit einem Vorbereich, in dem eine Trauerhalle, ein Leichenhaus und ein Wächterwohnhaus ihren Platz fanden, wurde vorbildlich für viele weitere städtische jüdische Friedhöfe. Noch vor seiner Synagoge in Hannover gestaltete Oppler die Trauerhalle im von ihm für jüdische Bauten propagierten romanisch-gotischen deutschen Stil. Er sah diese historistische Einkleidung eines jüdischen Bauwerks als Ausweis der Teilhabe der jüdischen Bevölkerung am deutschen Staate. Die zahlreichen Grabsteine und die Familiengrabstätten an den Mauern geben einen Eindruck der jüdisch-bürgerlichen Begräbniskultur zwischen Historismus und Moderne. Gärtnerisch gestaltete Anlagen mit Alleen blieben in Niedersachsen aber seltene Ausnahmen. So zeigt der Friedhof in Sulingen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts noch Reste einer Mittelallee. Auch auf dem Friedhof in Wittmund ist eine zentrale Lindenallee als Erschließung zu finden. Andere Beispiele entstanden in größeren Städten, unter anderem in Hildesheim, Peinerstraße oder Braunschweig, Helmstedter Straße. Dort wurden, wie in Lüneburg und Oldenburg, Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts Trauerhallen errichtet. Sie umfassen sowohl Räume für die rituelle Leichenwaschung als auch für Trauerfeiern. Wie die Friedhofsanlagen als Ganzes zeugen auch die einzelnen Grabstätten und ihre Grabsteine von jüdischer Geschichte und Kultur. Ihre Gesamtzahl kann für Niedersachsen derzeit nur geschätzt werden. Legt man die Angaben des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland zugrunde, befinden sich heute auf ca. 50 der jüdischen Friedhöfe keine Grabsteine mehr. Die Hälfte der ca. 200 belegten Friedhöfe weist weniger als 30, etwa ein Viertel weniger als 10 Grabsteine auf. Lediglich 32 der Friedhöfe sind mit mehr als 100, 5 Friedhöfe, die 3 Hannoveraner und die in Braunschweig und Emden sind mit mehr als 500 Grabsteinen belegt, wobei der Friedhof an der Strangriede mit ca. 2600 Grabstätten an der Spitze liegt. Die ältesten hierzulande erhaltenen Steine stammen aus dem 17. Jahrhundert und zeigen meist eine recht schlichte, einheitliche Gestaltung in zeittypisch barocken Formen. Aufwendige Schmuckformen sind ebenso selten wie symbolische Darstellungen, die dann aus dem Kontext der jüdischen Tradition entstammen. Hebräische Inschriften nennen die Namen der Verstorbenen und rühmen ihre Tugenden und Verdienste für die jüdische Gemeinschaft, schließend mit einem Segensspruch. Die allermeisten Steine wurden als Stelen ausgeführt, was der aschkenasischen Tradition der jüdischen Gemeinden entsprach. Auf wenigen Friedhöfen im Südosten und Süden Niedersachsens, wie in Adelebsen, finden sich jedoch auch liegende Platten,
Die Gründe für diese ungewöhnliche Erscheinung, sonst üblicherweise auf sephardischen Friedhöfen anzutreffen, sind bislang unklar. Das 19. Jahrhundert brachte einen Wandel in der Grabsteingestaltung. Die Formen und Materialien wurden vielfältiger, die Grabmale individueller, je nach Vermögen der Familie auch größer. Allmählich kamen nun deutsche Inschriften zu den hebräischen hinzu. In manchen Fällen verschwand das Hebräische gänzlich. Dieser Wandel lässt sich sehr gut an dem jüdischen Friedhof in Jever nachvollziehen. Neben die klassische Stele mit rundbogigem Abschluss treten in der Gründerzeit beispielsweise klassizistische Motive wie die gebrochene Säule oder die Urne. Doch nicht nur die Steine wurden im bürgerlichen Zeitgeschmack gestaltet, auch die Grabkultur wandelte sich. Die einzelnen Gräber wurden eingefasst und mit Zierpflanzen individuell bepflanzt, was zuvor nicht üblich war und von orthodoxen Jüdinnen und Juden bis heute abgelehnt wird. Ein neues Element war schließlich die Familiengrabstelle. Dass jüdische Begräbnisplätze eines besonderen Schutzes bedürfen, ist offenbar keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Seit dem Mittelalter gab es mutwillige Zerstörungen von Grabsteinen und Friedhofseinfriedungen. Immer wieder traten auch Schäden infolge unbefugter Nutzung des Friedhofsareals durch die nichtjüdische Bevölkerung auf. Um die Friedhöfe vor Schändungen zu sichern, wurden sie mit Hecken, Zäunen oder Mauern gesichert. Mitunter errichtete man ein Wächterhaus zu ihrem Schutz, wie 1741 in Celle. Am Friedhof an der Oberstraße in Hannover findet sich noch heute eine Inschrift von 1671, mit der die jüdische Gemeinde auf den fürstlichen Schutz der Anlage und auf Strafen für Beschädigungen hinwies. Der Antisemitismus machte die jüdischen Friedhöfe schon vor der Zeit des Nationalsozialismus immer wieder zum Ziel für Zerstörungen und Schändungen. Seit dem späten 19. Jahrhundert verstärkten sich die Angriffe. In der Weimarer Republik nahm die Zahl der Schändungen nochmals zu. Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren ca. 80-90% der Begräbnisplätze betroffen. Grabsteine wurden umgeworfen und zum Teil zertrümmert. Mancherorts wurden Gräber eingeebnet und Beisetzungsbücher verbrannt. Nach Aufrufen zur Reichsmetallspende wurden ab ca. 1940 systematisch Metallteile von Gräbern, Einfassungen, Zäunen und Toren entwendet. In Hannover-Bodfeld wurde die prächtige Trauerhalle in Brand gesetzt. Rigoros war das Vorgehen im Falle der Diepholzer und Gildehauser Friedhöfe. Der Friedhof in Diepholz wurde in der NS-Zeit komplett zerstört und die zertrümmerten Grabsteine zum Teil für den Straßenbau verwendet. Wieder aufgefundene Bruchstücke sind heute Teil eines 1997 errichteten Mahnmals. In Gildehaus in der Grafschaft Bentheim benutzte man Grabsteine vom jüdischen Friedhof zur Pflasterung des Hofes vom NSDAP-Kreisleiter. Bis heute sind auf vielen Friedhöfen Spuren von Schändungen zu erkennen. Nach 1945 kam es aufgrund der hohen Verluste und Schäden nicht selten zu einer veränderten Aufstellung der erhaltenen Grabsteine und Fragmente, wie auch in Gildehaus zu sehen ist. Zur Geschichte der jüdischen Friedhöfe in der NS-Zeit gehört, dass von 1942 bis 1945 auf Anordnung örtlicher Behörden auch Beerdigungen nichtjüdischer Personen stattfanden. Es handelte sich vorwiegend um Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, meist sowjetischer bzw. polnischer Herkunft, die in der Hierarchie der NS-Rassenideologie auf der untersten Stufe rangierten. In Oldenburg wurden 48 sowjetische Kriegsgefangene und 8 Zivilisten anonym in einem Sammelgrab bestattet. Seit 2021 erinnert ein Mahnmal namentlich an die Opfer.
Teilweise wurden unter dem NS-Regime auch Leichname und Urnen jüdischer und nichtjüdischer KZ-Häftlinge beigesetzt. Nach Kriegsende hatten die meisten Friedhöfe die Zeit des Nationalsozialismus zwar überdauert, sie waren jedoch stark beschädigt oder verwahrlost. Den Zustand des Oldenburger Friedhofs hielt Adolf de Beer 1952 in einer Skizze fest. Die jüdischen Gemeinden, die sich zuvor um die Unterhaltung der Friedhöfe gekümmert hatten, waren zum Großteil ausgelöscht. Mit der Frage, wie in Zukunft mit den jüdischen Friedhöfen verfahren werden sollte, beschäftigte sich in den 1940er Jahren ein rabbinischer Senat. Er legte fest, dass nicht belegte Teile verkauft werden dürften, Umbettungen ebenso wie der Verkauf belegter Friedhofsflächen allerdings unzulässig seien. 1950 ordnete der niedersächsische Minister des Innern die Instandsetzung der Friedhöfe an. Bis 1959 konnten insgesamt 170 Anlagen erneuert werden. Mit der laufenden Betreuung und Pflege der verwaisten Friedhöfe ist seit 1955 der 5 Jahre zuvor gegründete Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen betraut, dem 1959/60 die pflegeverwaisten niedersächsischen jüdischen Friedhöfe übertragen wurden. Als drängendes Problem erweisen sich bis heute die Schändungen. Allein für die Jahre 1999 bis 2020 verzeichnet der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen 117 Schändungen. Heute sind viele jüdische Begräbnisstätten als sichtbar erhaltenes Erbe der jüdischen Kultur in die lokale Erinnerungskultur eingebunden. Oft erinnern Gedenksteine oder Mahnmale an die jüdischen Gemeinden und das Schicksal ihrer Mitglieder. In Niedersachsen sind derzeit ca. 220 jüdische Friedhöfe als Kulturdenkmale ausgewiesen, darunter auch Begräbnisplätze, auf denen keine Grabsteine oder Gräber mehr erkennbar sind. Für ihre Unterschutzstellung sind vor allem geschichtliche und wissenschaftliche, mitunter auch künstlerische und städtebauliche Gründe ausschlaggebend. Da sich auf einzelnen jüdischen Friedhöfen Denkmäler bzw. Gräber für jüdische Gefallene des Ersten Weltkriegs, für Kriegsgefangene, jüdische wie nichtjüdische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge finden, liegt die Erhaltung dieser Begräbnisplätze auch als Gedenkorte und dauerhafte Ruhestätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im öffentlichen Interesse. Die historischen jüdischen Friedhöfe in Niedersachsen sind ein in vielfacher Hinsicht aussagekräftiger Teil der jüdischen Topographie. Sie im historischen und räumlichen Kontext der weiteren jüdischen, aber auch der allgemeinen kulturellen Landschaft zu verorten, ist das Ziel ihrer Präsentation im Denkmalatlas Niedersachsen. Die tiefere Kenntnis der jüdischen Friedhöfe als vielschichtige, komplexe Denkmale wird, so ist zu hoffen, auch zu größerer allgemeiner Aufmerksamkeit und damit zu ihrem anhaltenden Schutz führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bis zur Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 bildeten Synagogen einen integrativen Teil der deutschen Städte und Dorfbilder. Für das Land Niedersachsen in seinen heutigen Grenzen sind über 500 von ihnen durch bauliche, textliche oder bildliche Zeugnisse für die Zeit zwischen dem Mittelalter und heute belegt. Noch etwa 60 von ihnen sind ganz oder in Teilen erhalten, 18 stehen unter Denkmalschutz und von 7 weiteren sind archäologische Fundstellen belegt. Doch auch nach der Shoah bildeten sich in unserem Bundesland neue jüdische Gemeinden, sodass zurzeit ca. 14 aktive Synagogen existieren, die das Zentrum eines regen Gemeindelebens jüdischer Gemeinschaften in Niedersachsen bilden. Diese Bauten werden in den kommenden Monaten über die jüdische Topographie in den Denkmalatlas Niedersachsen aufgenommen werden. Besonderheit für die jüdische Topographie wird sein,
dass nicht nur Denkmale im Verzeichnis aufgenommen werden, sondern wir bestrebt sind, Ihnen einen vollständigen Überblick über die historischen wie aktuellen Synagogen zu geben. Die im Denkmalthema auf der Seite des NRD vorgestellten Synagogen werden dabei auch Gebäude umfassen, die nicht Denkmale sind und als Info- und Rechercheobjekte angezeigt werden. Ich freue mich, Ihnen hier eine kleine Auswahl niedersächsischer Synagogen präsentieren zu dürfen. Ihre Zusammenstellung erfolgte weniger anhand ihrer architekturgeschichtlichen Bedeutung, vielmehr stehen die noch erhaltenen Gebäude im Fokus. Der Begriff Synagoge leitet sich vom griechischen Wort Synago ab, der zusammenführen, vereinigen oder aber verbinden meint. Die Synagoge ist demnach der Raum der Versammlung für die jüdischen Gemeinden und wird im hebräischen Bet Knesset, Haus der Versammlung, bzw. Bet Tfilah, Haus des Gebets genannt. Diese Begriffe, wie auch der im Mittelalter und der frühen Neuzeit gebräuchliche Begriff Schul, Vermögen, verdeutlichen, dass die Funktion der Synagoge historisch gesehen nicht nur der Versammlung der Gläubigen zum Gebet bzw. dem Gottesdienst diente, sondern auch andere Funktionen aufnahm, wie Unterricht oder weltliche Gemeindeversammlungen. Jüdische Gemeinden mit ihren Synagogen, Friedhöfen und anderen religiösen, kulturellen und sozialen Einrichtungen sind auch für das Land Niedersachsen seit dem Mittelalter belegt. Die frühesten archivalischen Quellen zu Synagogen deuten das erste Drittel des 14. Jahrhunderts mit Bauten in Braunschweig, Hameln und Osnabrück. Durch die Pogrome des Mittelalters und damit einhergehenden Vertreibungen der Jüdinnen und Juden sind keine baulichen Reste von Synagogen dieser Zeit erhalten bzw. bekannt. Erst für die Phase der Wiederansiedlung in der Neuzeit sind bildliche, schriftliche und materielle Zeugnisse von jüdischen Betsälen und Synagogengebäuden zu finden. Sie reichen zurück bis in das 18. Jahrhundert. Sich neu konstituierende jüdische Gemeinden versammelten sich zu dieser Zeit häufig zum gemeinsamen Gebet in Räumen von Wohnungen von Gemeindemitgliedern oder in eigens angemieteten Räumen. Es handelte sich hierbei zum Teil um einfache Wohnräume, die groß genug waren, um das Quorum von 10 religionsmündigen Männern aufzunehmen. Für den jüdischen Betsaal, den Markus Gumpel Fulda im Hinterhaus seines am Holzmarkt 9 in Wolfenbüttel erworbenen Hauses einrichtete, ist die Inneneinrichtung durch den Bericht von Beamten des Stadtmagistrats aus dem Jahre 1733 überliefert. Über die Einrichtung notierten sie, Zitat, darinnen viele Pulpete, darauf die 5 Bücher Moses nebst vielen Gebetbüchern lagen, auch 5 messingene große Lichtkronen und ein großer, besonders zu ihrem Gottesdienst zugerichteter Lampen, im gleichen hinter einem seidenen Vorhange in einem verschlossenen Schranke die Tora und andere dem jüdischen Gottesdienste erforderliche Essentialstücke befindlich. Als eine förmliche öffentliche Synagoge, aber nach allen äußerlichen Requisites war solches nicht anzusehen, weil darauf noch andere Sachen, die zu ihrem Gottesdienste eben nicht gehörten, verwahret stünden. Zitat Ende. Im Wesentlichen bilden die hier genannten Gegenstände auch heute noch den Kern einer Synagogeneinrichtung. Neben wenigen religionsgesetzlichen Voraussetzungen für die Gestaltung eines Synagogenraumes, wie zum Beispiel einem Sichtschutz für den getrennten Sitzbereich der Frauen, gab es kaum materielle Vorschriften für deren Einrichtung. So konnten die frühen jüdischen Betsäle genauso schnell wieder aufgegeben werden, wie sie eingerichtet wurden. Es ist daher möglich, dass eine Vielzahl von ihnen räumlich noch vorhanden sind. Unter den archivalisch bekannten Synagogen und Betsälen befinden sich über 300, von denen nicht systematisch erfasst ist, ob und inwieweit noch materielle Reste der einstigen jüdischen Nutzung vorhanden ist. Dies ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass eine eindeutige Lokalisierung der Gebäude bzw. auch der Räume in Bestandsgebäuden fehlt. Das Projekt zur jüdischen Topographie Niedersachsen rückt damit erstmals auch einen Großteil der Synagogen in den Blick der Öffentlichkeit, die vermutlich nicht im Zuge der Pogromnacht 1938 zerstört wurden.
Als typischer Vertreter des Synagogenbaus des 18. Jahrhunderts können die Bauten in Hornburg und Osterode am Harz gelten. Die beiden Fachwerkbauten standen in zweiter Reihe hinter einem Vorderhaus und waren von der Straße aus nicht einsehbar. Öffentlich sichtbare jüdische Gebetshäuser wurden von der christlichen Mehrheit seinerzeit nicht geduldet. Die im Grundriss quadratischen Bauten waren entlang einer Ost-West-Achse orientiert. Vor der Ostwand fand der Toraschrein seinen Platz. Hierbei konnte der Schrein entweder in den Synagogenraum integriert sein, wie in Hornburg, oder einen Erker ausbilden, der hier in Osterode zwar verloren ist, jedoch lässt er sich anhand baulicher Spuren in der Fachwerkstruktur nachweisen. Das Aussehen der barocken Synagogeneinrichtung ist gut überliefert. Im Braunschweigischen Landesmuseum hat sich die Einrichtung aus Hornburg erhalten. Sie bildet seit 1924 das Kernstück der jüdischen Abteilung des Museums, die im Übrigen gerade frisch überarbeitet wurde. Das Zentrum der Synagoge bildet hierbei ein zentrales, erhöhtes Podium, von dem aus die Tora verlesen wird. Im Westen, dem Toraschrein gegenüber, befand sich eine Empore für die Frauen. Die Geschlechtertrennung war seinerzeit in Synagogen üblich und ist es in orthodoxen Bethäusern bis heute. Während das Äußere der barocken Synagoge eher zurückhaltend gestaltet war, zeigt sich ihr kultureller Reichtum im Inneren in aufwendigen Schnitzereien, farblichen Fassungen und Wandmalereien. Im Jahr 1811 errichtete die jüdische Gemeinde in Burgdorf einen stattlichen Fachwerkbau an der Straßenecke Luisenstraße, Eckpoststraße. Das Gebäude vereinte unter einem Dach verschiedene Funktionen. So wurde der Synagogenraum im Westen angeordnet und die jüdische Schule und Lehrerwohnung im davorliegenden östlichen Teil untergebracht. Die Zweiteilung des Gebäudes lässt sich auch heute noch in der Struktur der Fachwerkfassade ablesen. Lediglich die hohen, schlanken Fenster des Betsaals sind im Zuge des Einzugs einer Geschossdecke in den 1940er Jahren geteilt und mit Brüstungsfeldern im Obergeschoss versehen worden. Nach dem Zwangsverkauf durch die jüdische Gemeinde richtete die Stadt hier unter anderem ein Büro für die Bannführung der Hitlerjugend ein. Beachten Sie bitte, dass durch die städtebauliche Lage die Eingangsfassade des Gebäudes im Osten lag. Der Toraschrein fand daher seinen Platz in der Gebäudemitte und der Zugang zum Synagogenbau musste daran seitlich vorbeigeführt werden. Analog fand sich auch die Frauenempore auf der Südseite des Gebäudes. Eine ähnlich exponierte Lage fand die Synagoge in Dornum. Der 1841 eingeweihte Bau lag repräsentativ an der Straße, die Schloss und Marktplatz miteinander verband. Der Ziegelbau mit Walmdach folgt der ortsüblichen Gestaltung für Wohnhäuser. Lediglich eine hebräische Inschrift am Portal und die Rundbogenfenster wiesen auf die sakrale Nutzung hin. Das Gebäude, das seit den 1990er Jahren als Gedenkstätte fungiert, wurde im Laufe der Zeit mehrfach renoviert und umgebaut. So wurden durch die jüdische Gemeinde bereits im Jahre 1896 Sitzbänke eingebaut. Eine Elektrifizierung erfolgte im Jahre 1920. Trotz des Verkaufs an eine benachbarte Tischlerei zwei Tage zuvor wurde die Synagoge in der Pogromnacht 1938 geschändet, ihre Fenster eingeschlagen und die Inneneinrichtung zerstört. Mit dem Umbau zu einem Geschäft Ende der 1950er Jahre wurde die Fassade der Synagoge abgetragen und ca. 1 Meter nach Westen versetzt. Auch die Nordfassade wurde aufgrund von statischen Problemen mit einer Innenschale ertüchtigt. Im Zuge der Umnutzung zur Gedenkstätte in den 1990er Jahren wurde die Westfassade wieder abgetragen und an ursprünglicher Stelle rekonstruiert. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden auch noch weitere Fassaden verändert und ein neuer Dachstuhl aufgesetzt. Unter anderem wurde die Ostwand rund um den Toraschrein mit den beiden nebenstehenden Fenstern ergänzt. Im Inneren fand man bei archäologischen Grabungen unterhalb der Frauenempore eine Struktur, die sich als jüdisches Ritualbad, als Mikwe interpretieren lässt. Spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts war der Synagogenbau zu einer Standardaufgabe für Architekten geworden. Der jüdische Architekt Edwin Oppler entwickelte mit seinen Entwürfen wegweisende Konzepte für den Synagogenbau, die weithin rezipiert wurden.
seine zwischen Neoromanik und Neogotik tendierenden Synagogen für Hannover und Breslau können als Schlüsselbauten gelten. Die jüdische Gemeinde in Eldachsen verpflichtete mit Ernst Bösser einen Architekten, der vor Aufnahme einer eigenständigen Bürotätigkeit im Büro von Edwin Oppler angestellt gewesen war. Bösser war zudem ein glühender Anhänger von Konrad Wilhelm Haase und wird Ihnen vermutlich bestens als Architekt der Villa Rümpler in Hannover bekannt sein, die heute den Dienstsitz des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege bildet. Etwa zeitgleich zur Villa realisierte Bösser zwischen 1866 und 1868 seinen Entwurf für die Synagoge in Eldachsen. Der zweigeschossige Ziegelbau ist über griechischem Kreuz errichtet. Den Ostarm besetzte der Toraschrein, der in einer Auslucht vor dem Gebäude trat. Ihm gegenüber im Westen war die Frauenempore angeordnet. Im Süden schließt sich ein Gebäudeteil an, der im Erdgeschoss die jüdische Schule und im Obergeschoss die Wohnung des Lehrers aufnahm. Die straßenseitige Nordfassade des Gebäudes wurde im Zuge der Umnutzung zum Wohnhaus in der Nachkriegszeit stark überformt. Anstelle der Rechteckfenster war ursprünglich eine dreiteilige Gliederung mit neogotischen Lanzettfenstern vorhanden. Mit der wenige Jahre nach der Synagoge in Eldachsen errichteten Synagoge mit Gemeindehaus in Braunschweig entwarf Professor Konstantin Ude zwischen 1873 und 1875 einen repräsentativen Neubau in geschlossener Blockrandbebauung. Die im neomaurischen Stil gehaltene Synagoge wurde in der Pogromnacht 1938 zerstört und im Anschluss abgerissen. Seit 1940 steht auf dem Grundstück ein Hochbunker, der selbst seit einigen Jahren als Denkmal geführt wird. Von dem Entwurf Konstantin Udes ist das Gemeindehaus erhalten geblieben, in dem 1983 durch den Architekten Wiesemann wieder ein jüdischer Betsaal eingerichtet wurde. Nach dem Zuzug von Jüdinnen und Juden aus den Staaten der ehemaligen UdSSR wuchs die jüdische Gemeinde in Braunschweig so an, sodass eine größere Synagoge notwendig wurde. Der im Dezember 2006 eingeweihte Neubau des Architekten Klaus Zugermeier positioniert sich in den Hof des ehemaligen Gemeindehauses und schloss eine Bunkerwand und eine ehemalige Stadtmauer in seine Gestaltung mit ein. Er bildet damit den dritten Synagogenbau, der auf dem Areal errichtet wurde und knüpft, wenn auch in einer gebrochenen Kontinuität, an die jüdische Vorkriegsnutzung an. Auch die jüdische Gemeinde in Oldenburg bedient sie sich bei der Neueinrichtung ihrer Synagoge eines bestehenden Gebäudes. Nachdem die Synagoge in der Peterstraße aus dem Jahr 1854 in der Pogromnacht 1938 zerstört worden war, konnte die jüdische Nachkriegsgemeinde einen ersten Betsaal in der Zizilienstraße einrichten. Aufgrund von Mitgliederschwund löste sich jedoch die Gemeinde Ende der 1960er Jahre wieder auf. Durch eine erneute Initiative gründete sich die Gemeinde Oldenburg neu Anfang der 1990er Jahre. Als Ersatz für die zerstörte Synagoge, auf deren Grundstück 1967 und 1990 Mahnmale errichtet wurden, erhielt die Gemeinde von der Stadt Oldenburg eine ehemalige Kapelle. Diese wurde umgebaut und in ihrem Obergeschoss ein jüdischer Betsaal eingerichtet. Das Gebäude war zwischen 1869 und 1868 durch den Architekten Quesse als Baptistenkapelle errichtet worden. Ab 1906 diente es der Guttempler Loge als Vereinshaus, seit 1916 dem Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospital als Isolierhaus. Es schlossen sich Nutzungen als Schule und Labor an, bevor die jüdische Gemeinde Oldenburg es 1994 als Gemeindehaus mit Synagoge umnutzte. In diesem Zuge wurde auch eine Inschriftentafel aus der zerstörten Synagoge als Spolie über dem Hauptportal wieder eingesetzt. Wie ich Ihnen hoffentlich verdeutlichen konnte, steht mit den erhaltenen bzw. aktuell genutzten Synagogen in Niedersachsen ein breites Spektrum an Bauten zur Verfügung. Die Gebäude stehen dabei stets in einer Folge von Renovierungen, Umnutzungen, baulichen Veränderungen und Adaptionen. Als materielle Zeugnisse
Nicht nur des Judentums spiegeln sie jedoch die einst reiche jüdische Kultur und Geschichte wider und bilden Projektionsfläche als Mahnmale in der Erinnerungskultur. Ihre Erhaltung und Bewahrung ist meines Erachtens daher ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Vielen Dank.